Hallo, ich bin Johannes Messo aus der St. Michaelis-Gemeinde in Bissendorf. Und ich bin Sarah und ich komme auch aus der St. Michaelis-Gemeinde in Bissendorf. Wir haben den Beginn der Karwoche. In der Karwoche geht es darum, zu trauern und Abschied von Jesus zu nehmen. Jesus sagte: Noch eine kurze Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kurze Weile, dann werdet ihr mich sehen. Ich gehe zum Vater. Und die Jünger fragten sich, was meint er damit? Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Kummer aushalten ist schwer. Dazu braucht man Geduld und Ausdauer. Und oft frage ich mich, schaffe ich das? Soll ich mich gegen dieses dumpfe Gefühl mit aller Kraft wehren oder es über mich ergehen lassen? Jesus weiß, was ihn erwarten wird. Für ihn bricht eine schwere Zeit an. Aber Jesus weiß auch, dass seine Freunde und Jünger leiden werden. Er wird sterben. Er wird sie verlassen. Er sagt: Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Optimistisch weitermachen. Ja, einfach versuchen, den Kummer in eine Schublade zu stecken, verschließen und irgendwann wird es schon besser werden. Wird es das? Geht der Kummer einfach weg? Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet weinen und klagen. Es wird finster. Stillstand, Isolation. Wir finden keine Worte mehr. Und da, die Trauer hat nicht das letzte Wort. Jesus spricht: Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Freude. Passt das zu meinem Kummer, zu meinem Seufzen, wenn alles so schwer scheint? Freude. Jesus sagt: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Wiedersehensfreude. Endlich, geduldig, Kummer ausgehalten und dann Wiedersehensfreude. Lasst uns nun so beten, wie auch Jesus zu seinem Vater gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne uns an diesem Abend und in dieser Nacht Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.